Patrick, was ist jetzt mit dem ZDF, deren und eurem Fernsehgarten los? Gibt es da schon was Neues? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet. Das ZDF hat uns über einen Anwalt gebeten, die Finger vom Fernsehgarten zu lassen, weil das Namensrecht ZDF-Fernsehgarten dem ZDF gehört und das ist auch namensrechtlich geschützt. Und deswegen finden die das uncool, dass wir den Namen benutzen und befürchten also auch, dass wir quasi auf dem guten Ruf des ZDF-Fernsehgartens Trittbrett fahren, um für unser Erfolgsformat Schröckerts, Daniel Schröckerts Fernsehgarten zusätzliches Publikum zu generieren. Das ist also auch so ein bisschen die Befürchtung gewesen. Und das ist natürlich auch richtig. Also wir wollten selbstverständlich die zahllose Zuschauerschaft des ZDF-Fernsehgartens in der Zielgruppe 18 bis 35 abgreifen und sie uns direkt zuführen. Aber sind wir leider aufgeflogen. Genau, und da hat uns, ich habe sogar auch, warte mal, ja, also bis zum 22.05. müssen wir da jetzt also Stellung beziehen und das ändern. Ich habe das hier nochmal ausgedruckt. Ja, also durch die Verwendung der Bezeichnung Fernsehgarten nutzen Sie den guten Ruf und die Bekanntheit der Sendung ZDF Fernsehgarten für Ihre eigenen Zwecke aus. Dies ist für unsere Mandantschaft nicht hinnehmbar. Und vor diesem Hintergrund fordern Sie uns jetzt also auf, den Namen zu ändern. Kann man nichts machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das ZDF hat jetzt kürzlich eine neue Sendung gelauncht, an den Start gebracht. Sie heißt Heute Plus. Und das ist natürlich so, dass ich das Gefühl habe, dass durch die Verwendung der Bezeichnung Plus nutzen Sie den guten Ruf und die Bekanntheit unserer Sendung Game Plus und Kino Plus für Ihre eigenen Zwecke aus. Dies ist für unsere Mandantschaft nicht hinnehmbar. Und aber da habe ich überlegt, was macht man? So, vielleicht anwaltliches Schreiben aufsetzen? Kann ja eigentlich nicht sein, dass so von uns geprägte Formate wie Kino Plus, was seit Jahren sich absoluter Beliebtheit erfreut, und jetzt auch Game Plus, dass dann einfach das ZDF da Trittbrettfahrerei betreibt. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Ja, also geben ist seliger denn nehmen. Der Klügere gibt nach. Also gibt nach auch im Sinne von geben. Er gibt. Und wir schenken euch das einfach. Ist ja völlig klar, wir haben das Plus ist natürlich Teil unserer Senderidentität. Aber ihr wollt natürlich das benutzen, um auch Kredibilität im jüngeren Publikum zu erzeugen. Und Heute Plus ist ja auch eine Sendung, die sich ans neuere Publikum richtet, so als jüngere Publikum. Und dann könnt ihr das gerne haben. Haben wir kein Problem mit. Also wir leben ja alle auf demselben Planeten. Wir atmen dieselbe Luft. Wir bewundern dieselben Krokodile im schlammigen Wasser des Nils. Warum sollte man sich über so etwas zerstreiten? Das ist doch Quatsch. Würde Jesus das wollen? Nein. Deswegen lasst eure Sendung ruhig, wie sie ist. Ihr könnt sie weiterhin Heute Plus nennen. Ist überhaupt kein Problem für uns.